Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Folge von Amnesia. Ich würde sagen, wir starten auch direkt mal mit dem Spiel, damit es auch nicht zu viel rumgedeichselt gibt. Die Option habe ich schon bearbeitet. Untertitel wird eingeblendet, damit ihr nochmal nachlesen könnt und so weiter und so fort. Und wir beginnen mit einem neuen Spiel. Ja, neues Spiel beginnen. Das ist übrigens meine erste Aufnahme am PC, von daher weiß ich nicht, wie die wird. Ich hoffe, sie wird gut. Aber das werden wir dann sehen. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is... Yes. I am Daniel. Ich sehe nichts. Hallo. Ich sollte vielleicht auch noch erwähnen, dass ich Amnesia noch nie wirklich gespielt habe. Ich habe ein paar Let's Plays geschaut, aber selber noch nicht einmal gespielt gehabt. Hab sie einfach ausgesucht, weil es, weil ich hoffe, dass es Spaß macht. Okay. Ich weiß noch nicht wirklich, wie das funktioniert. Abgeschlossen. Das weiß ich sogar noch, dass man das machen kann. Badusch. So eine Büchse habe ich nicht. Ich weiß nicht, wie man schon läuft, das weiß ich. Ich weiß, wie man kriecht, das habe ich schon gesehen. Obwohl nachgelesen, sag ich mal. Zünderbüchsen habe ich nicht. Hallo? Nein? Bleib schon mal stehen. Also ich werde auch erstmal nur das. Erstmal die Hauptstory spielen. Ich hoffe mal, dass ich die wenigstens durchbekomme. Nein. Nein. Hallo? Hallo? Ist der wer? Hallo? Was? Nein, danke. Wir gucken erstmal hier durch, damit wir gucken können, ob wir hier... Da haben wir noch was. Und zwar eine Zünderbüchse. Ich bin noch hier ein wenig am Stotter... Ich stehe vor, glaube ich. Es läuft noch alles hier ein bisschen stotterig bei mir, also im Sinne von, ich weiß nicht, ob ich... Ich brauche ein bisschen länger, um die Sachen aufzumachen, die Türen. Aber ich hoffe mal, dass das nicht allzu nervig ist für euch. Ein schöner Berkshire, dankeschön. Und raus hier. Ich weiß noch nicht, warum man nicht rennt. Ah, da ist schon das Inventar. Oder nicht Inventar. Andere Zeugs halt. Egal, das brauchen wir nicht. Ah, da rennt man. Alles klar. Da waren wir noch nicht drin. Und die nächste Zünderbüchse. Mein Gott, ey. So, ich... Hallo? Irgendwer hier? Hallo? Hallo? Ne, ganz noch nicht. Wer läuft hier? Hallo? Rette mich! Rette mich! Du bist raus. Falls jemand kommt, schmeiße ich das Ding einfach mal voll ins Gesicht. Ha. Hallo? Nein! Nicht umfallen! Hey! Bleib stehen! Geht doch.
meine Fresse. Leute mit Altersschwäche. Jetzt habe ich mich selber erschreckt. Oh Gott. Komm her. Trau dich. Ich nehme dich mal mit. Hallo? Was ist das? Nein. Und tschüss. Ja, fuck it. Da gehe ich nicht nochmal rein. Nicht. Ich weiß, ich sollte mich vielleicht für wichtigere Sachen aufsparen, aber naja, ist ja auch egal. Ich hoffe mal nur, dass ich jetzt hier... ab in die alten Archive. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich nicht so viele Horror-Games spiele normalerweise. Oh Gott, ich beschütze dich mit dem Buch, ist ja ekelhaft. Hallo? Gehst du mal wieder? Nein. Mach das mal nicht. Hallo? Es ist ziemlich dunkel. Ach, mein kleiner Dusche nehmen. Holy crap, holy crap, holy crap. Geht weg. Was? Nein. Nicht cool. Sonnenwüchsen, Sonnenwüchsen. Auch irgendwas anmachen, bitte. La. Ist ja nicht zu glauben. Du kommst mit mir. Go! Wieso habe ich mir das Spiel ausgesucht? Ich bin immer kurz vor einem Nervenzusammenbruch geraten, Leute. Ganz ruhig. Hallo? Wer ist da? Was probieren wir? Geh weg. Oh mein Gott, eine Laterne. Eine Lampe, Laterne, wie auch immer. Meins. Aber hier. Komm schon, trau dich. Arschgesicht. Entschuldigung. Tut mir natürlich leid, das ist mein Geräusper. Warum höre ich einen Herzschlag? Ich will keinen Herzschlag hören. Wie? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Laterne, Laterne. Okay, weg damit. Wie packt man die jetzt nochmal weg? Ah, da. Ich müsste noch mal gucken, wie das Inventar aufmacht. Nein, du nicht. Da. Laterne aus. Oh, ich hab nicht viel Öl. Ich brauch Öl. Öl, Leute. Ich hoffe mal, ich nehme das hier überhaupt gerade auf. Ich weiß das nämlich gar nicht, ganz ehrlich. Wäre natürlich sehr cool, wenn ich jetzt hier schon die ganze Zeit anfange zu spielen. Und dabei nehme ich die ganze Kacke gar nicht auf. Das wäre natürlich der Typ. Nein! Geh weg. Was ist das? Hallo. Gut. Wäre natürlich. Ah, Licht. Wäre natürlich nicht so cool. Für euch nicht und für mich auch nicht. Geh weg. Ich will. Zunuxer. Müsst ihr das nicht ziemlich heiß sein, wenn man das anpackt, das Metall so? Ich und meine fucking Logic, ne? So. Hallo.
Hallo? Entschuldigung. Ich hab gar nicht gemerkt. The shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Ja, das sehe ich genauso. Yay. Mach doch mal Lampe. Was bist du? Nein. Will ich nicht. Geh weg. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Alkohol? Ne, brauchen wir nicht. Knoppe. Halte die linke Rückenbewegung bewege nach. Was? Gewünschten Hebel. Mach ich. Oh, da muss ich nochmal ganz schön. Nein! Hallo? Oh! Was haben wir denn da gefunden? Also kommt hier noch irgendwie Öl oder. Ich frage mich immer noch, warum ich dieses Spiel gerade spiele. So, zur Eingangshalle einmal. Oh, das tut mir leid, ich muss den gegen das Mikrofon hauen. Ja. Zeig mal weiter. Wir müssen mal gucken, vielleicht lade ich mir auch noch ein paar. Custom Stories heißen die Custom Stories? Ich weiß es gerade nicht, ganz ehrlich. Ich meine ja. Weg mit der Lampe. So. Öl. So. Ist das gut? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. What's this? Oh Gott, das ist halt. Wenn man spielt in Dunkeln spielt und dann auf einmal. Boah. Sie ist vierschnittig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Feuer? Nein? Egal. Dann komme ich hier wohl nicht weiter. Und wir probieren es mal woanders. Hallo Stein. Entschuldigung. Da ging da. Was haben wir hier? Da hinten irgendetwas? Nö. Joa. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Rechts. Wir gehen rechts. Leute, wir gehen rechts. Super, gehen wir ins Labor. Das waren. Aber einfach von mir. Ja. So. Tut mir leid, ich muss mal ein bisschen das Mikro richten. Hallo. Hallo. Zunderwechsel, Zunderwechsel, Zunderwechsel. Die ganze Zeit kriege ich einen. Oh, draußen geht's ab bei mir. Die ganze Zeit schrecke ich mich hier vor irgendwelchen Sachen, die gar nicht. Hallo? Die meines Erachtens nach gar nicht gruselig sein sollen. Was? Ich soll. Na? Bina? Okay. Chill, Kollege, chill. Irgendwo läuft da. Öl benutzen, Öl benutzen, Öl benutzen. Ey, was machst du da?
So, das sieht doch schon mal recht behutsam aus für mich. Behutsam. Och, so hell. There should be more Kuchreich. Chemietopf und. Oh Gott, das muss ich lesen. Ich will das gar nicht lesen. Ich lasse es mal ein paar Sekündchen für euch an, damit ihr euch durchlesen könnt. Oder pausiert das und dann lest es euch durch. Ich werde es mir nur leise durchlesen oder hab's. Bin dabei, mir das leise durchzulesen. Weil ich bin nicht so der. Ich bin nicht so begabt im Vorlesen, sag ich mal. Let me see, and one part Aquaforce. Da war die Zündermix, oder? Nein, die kann ich auch noch. Nee, bloß verstanden. Ach, so hell. Das muss ich echt mal sagen, wenn es wirklich so dunkel ist, wie bei mir jetzt gerade. Hallo. Oh mein Gott, Zündermix. Komm her, komm zu Daddy. Hallo. Irgendwie hier? Hallo. Hallo. Oh, was bist du? Ein Stein. Ich bin gerade echt mal. Nee, geh weg. Okay, also werde ich mal wieder nach oben gehen. Ja. Versuchen wir es mal oben. Hier unten finde ich jetzt sonst nichts mehr. Und zurück zur Eingangshalle. Ja. Wie vorhin schon mal erwähnt, werde ich gucken, wie das ankommt. Oh. Was? Nein! Geh weg, ich will. Nee, ich geh lang. Gehen wir nach unten, natürlich. Die Tür ist verschlossen. Notizen. Erzählt doch nicht selbst. Die hatten wir, oder? Nichts weiter? Nein. Nein, kommst du der? Tagebuch? Auch nicht. Da! Finde den Schlüssel zum Weinkeller. Experimentiere im Labor haben bewiesen, dass sich aus der Kombination von 4 Chemikalien eine starke Säure ergibt. Damit kommt vielleicht durch dieses rote Zeug. Und welche 4 Chemikalien wäre auch nett zu wissen. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Wahrscheinlich durch die Säure. Ne? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich doch nach oben. Wie weit nach oben? Hallo? Guten Tag. Bitte hier. Machen Sie mal die Tür. Entschuldigung an alle, die sich jetzt beleidigt gefühlt haben. Ich muss mich nur hier irgendwie ablenken. Und das kann ich bestimmt. Wir gehen erstmal weiter, geradeaus. Zum Archiv. Zum Archiv, so. So. Und wie es hier weitergeht, werden wir im nächsten Part sehen. Da wir hier das schon. Da wir es hier leider beenden müssen. Ja, danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Ja, morgen wieder. Morgen lade ich dann. Oder wird dann von mir. Dragon Hunter hochgeladen. Und übermorgen dann wieder Amnesia. Ich hoffe, dann sehen wir uns auch wieder. Und von daher. Wollte ich gerade sagen. Ja. Yeah. Naja, okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.